Ich bin unterwegs zu Gericht. Mich hat ein Kunde aus Wien verklagt. Der hat bei uns ein Auto gekauft, eine Super C-Klasse aus 2018 oder 2019. Allerdings schon 200.000 Kilometer gelaufen. Das war ein Autobahnfahrzeug, also stand da wie neu. Optisch sensationell, hat auch wirklich alles funktioniert. Wir haben alles durchgeprüft, bevor wir das Auto angekauft haben. Und er kauft das Auto und dann kriege ich auf einmal vom Rechtsanwalt ein Schreiben. Ja, die Sitzlüftung geht nicht, bitte hier reparieren mit 1.600 Euro. Rechts und links, ne? Gehen ja beide gleichzeitig kaputt. Dann ist es so, der Turbo wäre kaputt. Ich soll noch 9.500 Euro obendrauf zahlen. Und das ganze Auto wäre untenrum verölt. Wir haben das Auto angeschaut gehabt, da war nichts verölt. Und wir haben ja das Fahrzeug vorher kontrolliert. Und ich dachte mir, was ist mit dem los? E220 Diesel, 4-Matic, Avantgarde. Das Fahrzeug, Moment, ich tue noch den Kaufvertrag schwind raussuchen. Verstehe ich. Genau. So, wie schon erwähnt, es geht um einen Mercedes-Benz C220 Avantgarde, 4-Matic. Ich schaue mir das Auto jetzt hier alleine an. Der hat sich tatsächlich draußen in der Halle circa 2 Stunden, wirklich 2 Stunden mit dem Fahrzeug auseinandergesetzt, hat also wirklich meiner Meinung nach alles ausprobiert, kam dann rein und sagt, ja, ich möchte das Fahrzeug kaufen. Alles klar. Wir haben, und ich werde den Kaufvertrag wieder einblenden, auch wieder das Fahrzeug in der Fahrzeugkategorie 3 verkauft, das heißt genügend fahrbereit, viele kleine Mängelchen an der Elektronik, am Lack, rundherum, also das Fahrzeug ist nicht im Neuzustand. Und dann ruft er gleich an, der Kunde, und meinte, die Sitzlüftung beim Fahrersitz und Beifahrersitz geht nicht. Ich hätte ja gesagt, da kannst du Mercedes fahren, das reparieren lassen, ja. Und dann habe ich gesagt, ich habe nicht gesagt, dass Sie zu Mercedes fahren können. Ich habe gesagt, bei der einen Sache, die beim Nachhausefahren aufgetreten ist, da können Sie zu Mercedes fahren. Das können Sie reparieren lassen, das bezahlen wir, weil wir wollen ja, dass Sie ein fahrbereites Fahrzeug haben und sicher fahren. Ja, aber die Sitzlüftung geht nicht, er will das Original Mercedes haben. Dann habe ich gesagt, wir haben ein Nachbesserungsrecht, bringen Sie das Auto daher. Wir werden genauso gute Lüftungsmotoren, die da sauber drin funktionieren, einbauen. Die Mercedes-Geschichte werden wir auf jeden Fall nicht übernehmen. Um dem Ganzen jetzt noch eine Schippe oben drauf zu setzen, hat der Kunde über seinen Rechtsanwalt die Klage jetzt nun erweitert und wahrscheinlich ist der Turbolader kaputt. Und die Reparatur kostet 9.000 Euro. Eine Diagnose von Mercedes gibt es nicht, aber es gibt keine Dokumentation darüber. Zu uns ist er auch nicht gekommen. Von dem Turbolader wissen wir eigentlich überhaupt nichts. Das haben wir jetzt nur durch dieses Schriftstück praktisch erfahren. Und ich muss aber dazu sagen, er hat versucht, mich über WhatsApp zu attackieren und wir haben ihn gesperrt. Alles klar. Ich habe zu meinem Anwalt gesagt, zurückschreiben ist nicht so, kann uns gern haben. Dann war es so, dass der gegnerische Anwalt, das ist so ein Al Capone-Verschnitt, unglaublich, der hat Klage eingereicht. Wir haben uns dann vor Gericht getroffen, bla 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 bla, jede Seite. Was sagt die Richterin? Natürlich Gutachter. Ich musste extra nach Wien zum Wiesental fahren und da war dann ein Mercedes-Benz-Meister dabei, da war der Gutachter dabei und jetzt haltet euch fest. Der Mercedes-Benz-Meister und der Gutachter kontrollieren die Sitzlüftung. Funktioniert einwandfrei. Dann ist so, dass der Meister auf einmal sagt, ja, den Herrn Ö. den kennen wir. Der hat hier einfach angerufen, hat gesagt, er braucht ein Angebot, so alles rund um Turbo plus Turbo und das bitte per E-Mail schicken. Und da haben wir ihm natürlich ein Angebot gemacht mit rund um Turbo und rund um Schnickschnack. Und das war die Grundlage für die Klage. Und dann ist der Gutachter mit dem Fahrzeug gefahren. Ich habe auch dort gefilmt beim Wiesental. Das blende ich euch jetzt alles hier ein. Der kam zurück mit dem Meister nach der Probefahrt und sagt, das Fahrzeug ist einwandfrei in Ordnung. Am Turbo, aufgrund von der hohen Laufleistung, und man muss sagen, der Kunde ist mittlerweile schon 20.000 Kilometer zusätzlich gefahren, hört man ganz leichte Geräusche, aber das ist jetzt nicht wild. Und wir haben den Turbo sogar noch in der Werkstatt so weit freigemacht, dass wir die Welle anschauen konnten und auch ein bisschen das Spiel kontrollieren konnten. War alles noch im grünen Bereich. Und da hat der Gutachter gesagt, gut, nach 200.000 Kilometer darf sich der Turbo so anhören, beziehungsweise das ist eigentlich eher unauffällig. Und er ist ja immerhin schon 20.000 Kilometer gefahren. Kurze Rede, langer Sinn. Ich fahre jetzt zu Gericht.
uns liegt ein Gutachten vor, da hat der Gutachter reingeschrieben, es ist davon auszugehen, dass die Schäden eben nicht bei Übergabe vorhanden waren. Und mein Anwalt sagt, dass heute gegen uns dieses Verfahren wahrscheinlich eingestellt wird. Kurze Rede, langer Sinn, ein Haufen Fahrerei nach Wien, dreimal nach Wels und ein Haufen Papierkrieg, Anwaltskosten. Gut, unser Rechtsschutz hat es jetzt bislang übernommen. Und es ist so, dass das einfach eine Unverschämtheit ist, hier so unsere Zeit zu rauben. Was will man machen? Aber mein Anwalt sagt, ich bin Partei dieser Geschichte. Der Kläger hat das Recht, das alles prüfen zu lassen. Aber eben so belanglose, ja, Anschuldigungen, wo letztendlich überhaupt nicht da sind, das ist natürlich dann ärgerlich. So viel zu dieser Sache. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich habe da, wie gesagt, mit Sicherheit 16 bis 17 Stunden einfach so zum Fenster rausgegeigt, die mir nicht bezahlt wurden, und war letztendlich dieser Judikative komplett ausgeliefert. Aber das Schöne daran ist, ich erfreue mich heute an der wunderschönen S-Klasse hier. Mit der fahre ich heute zu Gericht und genieße einfach die Fahrt wie in einem Wohnzimmer. So, ich habe den Lachs hier wunderbar geparkt, habe sogar brav ein Parkticket gelöst. Bei uns kostet es hier 1 Euro für 2 Stunden. Das ist in Österreich echt super. Hier hinter mir Bezirksgericht Wels. Da vorne, wo ihr die blauen Lampen seht, ist es so, da ist das Landesgericht. Dadurch, dass die Klage schon über 20.000 Euro ist, ist es so, dass das hier dann am Landgericht ausgetragen wird und nicht mehr beim Bezirksgericht oder Amtsgericht, wie man es nennt. So, bin hier vor meinem Saal 13. Ich bin jetzt ganz ordentlich gefilzt worden. Gürtel weg, Jacke raus, Geldbeutel, Uhr, alles gehört sich auch so. Hier wird jedes Gericht, wenn man es betritt, man wird hier super kontrolliert. Und jetzt warten wir mal ab, wie hier in Saal 13 die Entscheidung dann fällt. Drückt mir die Daumen, dass das Ganze jetzt endlich eingestellt wird und ich Ruhe vor diesem plagenden Kunden habe. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Also, ich bin hier draußen, Klage wurde abgewiesen, alles gut. Jetzt haben die natürlich 14 Tage Zeit, einen Einspruch zu machen, aber wie schon vermutet, so ist es ausgegangen.